Und damit wunderbar herzlich willkommen hier zurück zum Let's Play American Truck Simulator. Wir sind hier in Los Angeles, weil mich das Spiel aus irgendeinem Grund hierhin zurückversetzt hat. Ich wüsste gerne warum. Aber jedenfalls haben wir hier uns gerade einen Auftrag geangelt. Wow. Der uns zwar weit wegführen wird, nämlich nach Page in Arizona, Barstow lang, Kingman lang, Flagstaff, ja, vielleicht lieber über das Autobahnkreuz. Es ist nämlich auch etwas schneller. Dann hier hoch nach Page. Da fahren wir hin. Die Zeit reicht. Wir müssen tanken. Und wir fahren natürlich einen schönen Kombi von Best Buy. Die blauen Auflieger. Und wir haben ein paar neue Auflieger-Mods drin. Ich die einfach mag, weil mir die gefallen. Und da sind auch, ich glaube, einer ist davon auch auf jeden Fall in Traffic, der mir persönlich auch was bedeutet. Ich bin gespannt, ob wir den sehen. Warte mal, wo ist denn die Haltelinie hier eigentlich? Die gibt es gar nicht, ne? Ja gut. Ist aber eh schmierwurscht, weil es ist grün. Ihr wisst ja, ich liebe die Kombis, also wo es diese Aufträge gibt, gerade mit diesen zwei kleinen Boxen da hinten, die nehme ich ja total gerne und sofort. Da gibt es ja kein Halten. Oh ja, da ist schon mal einer. Die fahren also auch im Traffic rum. Cool. Bin gespannt, was wir noch so sehen. Fahren wir hier erstmal auf die Bahn. Ah, wir haben noch einen neuen Mod drin. Wir haben jetzt reale Tageszeiten. Das dann nochmal. Aber wir haben auch noch normalen Truck Traffic. Ach Quatsch. Jedes Mal. Jedes Mal will ich immer das gleiche tun. Da ist das absolute Schwachsinn. Hui. Wir müssen hier wieder hoch. Moment. Hier sind mal wieder Hashtag nicht ganz dicht. Jedes Mal versuchen die mich da lang zu schicken. Und jedes Mal sage ich denen nein. Das ist Unsinn. Aber mein Navi möchte das offensichtlich nicht so ganz glauben. Aber eins ist klar, das Navi muss es lernen. Sonst werde ich wahnsinnig. So, da fährt einer.
Es sind nämlich neue Containerauflieger unterwegs. Auffällig viele. Das ist eine davon. Wir haben jetzt mal gesehen, es sind 55 Fuß Container. Quatsch. Wie heißen sie denn? Ich kann die Maßeinheiten nicht. Jedenfalls ist der länger als die normalen. Wir sehen es ja. Ich korrigiere, wir sehen es nicht. Aber ich bin mal gespannt, wann wir diesen Auflieger mal selbst im Frachtmarkt finden und dann mal selbst ankuppeln dürfen. Weil ihr wisst ja, meine Liebe zu Containern brennt ja in beiden Spielen, sowohl ETS als auch ATS. Nur hier im ATS feiere ich die Kombis, wie zum Beispiel den, den wir gerade hier hinter uns herziehen, noch mehr. Weil die halt einfach noch ein Stück geiler sind. Einmal nach Barstow rüber, über die Brücke. Oh wow. Noch einer. Und noch einer. Warum gibt es diese Spur immer noch? Das macht mir Gedanken. Es kommt noch mal ein unangenehmer Berg. Eigentlich ja nicht. Ja, weil da ist die Spur nämlich wieder vorbei. Was ist denn mit dir? Ach so, ich bin 70. Ich bin mal so frei.
Moment mal. Ich sag mal, da schaffen wir es noch hin. Zu der Tankstelle auf dem anderen Rasthof. Teilt sich ja, teilt sich, ist nicht mein Fall. Langsam belegen sind auch nicht mein Fall. Es sind viele Containerfrachter unterwegs. Nur um das mal festzuhalten. Noch einer. Vielleicht schmeiße ich den Mod doch wieder raus, der taucht mir zu oft auf. Das, nimmt ein wenig den Realismus, der eh schon nicht so groß ist. Das kommt dazu. Ich hasse es. Ja, wir haben ja noch grünen Balken und wir sind ja noch nicht mal auf Reserve, also. Ist auch Sprit für 370 Meilen. Bitte. Ui. Getreu dem allseits beliebten und bekannten Motto, warum ist da die Spur zu Ende? Ja, weil der Asphalt alle war. Das ist die einzig logische, schlüssige und sinnvolle Erklärung für das Enden einer Spur auf der Autobahn. Oder das Phänomen Feierabend wäre auch eine Variante. Nein, bitte nicht. Es ist so eine mobile Absperrung. Da hat mein Getriebe jetzt auch gesagt, nee, ich habe keine Lust.
Sag bloß. Nochmal zu der Erklärung, seht ihr rechts den roten Punkt in der Scheibe? Das ist das Kästchen der Wiegestation. Das mir sagt, dass ich hier rauszufahren habe. So. 30 Tonnen. Danke für die gute Weiterfahrt. 30 Tonnen. 30 Tonnen geht eigentlich. Ja, Pech gehabt. Aber das ist auch ein klassischer Fall vom Phänomen Feierabend. Warum schafft man es hier nicht, den anständigen Beschleunigungsstreifen auf die Bahn zu pinseln? Das würde das Auffahren auf die Autobahn um ein Vielfaches vereinfachen. Will ich mal so am Rande erwähnt haben. Ja. Jetzt sind wir im Reservebereich angekommen. Jetzt ist das rote Licht im Armaturenbrett an. Low Fuel. Jetzt hoffen wir mal, dass bald die Tankstelle kommt. Oh, Unfall auf der linken Seite. Und meine Tankstelle. Hui. Stopp. Das Gang raus. Das, ah. Dann tanken wir mal schön auf. Muss ja auch noch mal sein. Schauen wir mal gerade, schaut mal hier unten auf die Schalter. Ich finde das so geil.
herrlich. Ich liebe diesen LKW. Das ist einer der besten LKWs, die ich jemals gefahren bin. Folgen wir einfach den Spuren, um hier rauszufahren. Oh. Kollege im Anflug. Ups. Egal. Jetzt sind wir wieder vollgetankt. Zeit passt. Ich finde, es müssten ja die Kombis, also die Gigaliner, die müssten im KI-Verkehr rumfahren. Das würde ich echt feiern, das wäre cool. Logistic Area. Sprich, da geht's zu einem Firmenareal, zu einer Logistikzentrale, zu einem Frachtzentrum. Ist aber schön, dass auf den Straßen nachts so wenig los ist. Die Stadt Kingman. Ah, Flagstaff war das, wo wir durchfahren.
ist wirklich so fast ein Beispiel vom Nichts. Vom Stück Nichts in der Welt. Wobei es im Dunkeln überall meistens ein schönes Nichts ist. Am Tag sieht es wieder ganz anders aus. Aber ich spüre, der Verkehr wird etwas mehr. Kommt euch das auch so vor? Es sind ein paar mehr Autos um mich rum. Die fahren zum Glück. Ja, da kommt man versehentlich auf die falsche Taste. Dann schaltet sich hier wieder alles durch. Das sind doch alles wunderbar schön hochgebackene Idioten. Und sonst nichts. Wieder ein Container, LKW. Die relative Häufigkeit im KI-Verkehr ist da bei diesem Auflegertyp viel zu hoch. Ich muss da raus. Ich muss da raus. Ich muss da raus. Schon raus? Ja. Und hier links halten, Richtung Flagstaff.
Holy shit. Ja, wir fahren durch die Stadt durch. Ne, ich sehe die Ampel noch, das reicht. Da wäre noch Platz. Hier ist gespannt, das ist schön. Und weiter geht's. Jetzt geht's auf der Landstraße weiter. Oder so Halbautobahn oder wie auch immer man das nennt. Freeway, glaube ich, heißt's. Ist aber schön angenehm zu fahren. Leicht erhöhter Verkehr. Morgens um 7:15 in Arizona.
Nach. Sechs Minuten, dann haben wir es geschafft. Da bin ich gerade extrem glücklich drüber. Über dieses kleine Stück Straße. Krieg ich noch? Ne, den krieg ich nicht mehr. Warum suche ich mir immer am Arsch der Welt Dörfer aus, wo ich hinliefer? Naja, wir wollen ja die Welt entdecken. Der Kollege weiß aber auch, wo sein Gaspedal ist. Das finde ich gut. Das finde ich sogar sehr gut. Weil das hier gerade echt saugeil zu fahren ist, ne? Ich liebe diese Straße jetzt schon. So schön hier lang zu fahren, diese Landschaft. Schaut es euch an, das ist so, oh, hübsch. Einfach nur bildhübsch. Oh Mann. War es das wert? Die Antwort ist nein. Ich habe das Gefühl,
Was geht eigentlich? Die Schlangenverkehr, die wir hinter uns herziehen. Damit sind wir in Page. 8 von 15. Muss ich mal gerade nachzählen. Wie viele wir denn jetzt haben? Ich sehe die Grenze nicht. Da ist die Grenze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passt. Sehr geil. Freunde der Spitzkehren kommen hier ganz auf ihre Kosten. Shit. Bin ich vorbeigefahren? Ich bin vorbeigefahren. Okay. Klack, 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 klack. Ach da, okay. Das ist ja mal ein interessantes Gelände. Das ist der IKEA aus dem ETS in einer etwas anderen Form. Und da hinten ist einfach nichts. Na gut, drumherum fahren wollte ich eigentlich nicht. Aber jetzt, ich könnte mir schon denken, wo die Einfahrt ist. Delivery only. Das sieht doch gut aus. Jawohl. Jetzt haben wir es gefunden. Absatteln. Sehr schön. Show me die Results. Oh, das war erfolgreich. So, und wo hat sie eine Werkstatt? Hier in Page. Da. Und da fahren wir jetzt hin. Schauen wir uns mal an, wie es hier noch so aussieht. Ist schon ein. Ja, mehr oder weniger großes Frachtzentrum. Ja, hier seid ihr lustig. Ein Rundkurs wäre jetzt echt schön gewesen, aber. Naja. Logisches Denken ist sicher ein Fremdwort. Nee, nee, außerdem nicht Frachtzentrum. Das ist ja ein Verkaufsmarkt.
müsste nämlich theoretisch auch heißen, dass die momentan nichts da haben. Ja. Auch. Ja, doch, extern haben sie. Alles, was im Markt so anfällt. Halt Verpackungen und so weiter. Die dann weiter transportiert werden. Also wirklich richtig frachtmäßig Ware oder sowas haben sie hier nicht, sondern nur Verpackungen. Müssen wir dann Müllabfuhr spielen, wenn wir hier einen externen nehmen würden. Mal schauen, was sich so ergibt. Weil das eigentliche Frachtzentrum ist da links. Da. Ah, ein Campingplatz. Sehr cool. So. Stellen wir uns doch hier hin. Wunderbar. Ach ja. So. Dann legen wir uns einmal hin. Und schlafen eine Runde. Es ist wieder dunkel. Diesmal war richtig dunkel und es regnet mal wieder. Das ist das trostlos und trist. Herrlich. Herrlich. Wir sind in Page. Auf der Seite. Sozusagen. Und so wie wir in Page angekommen sind, sind wir auch am Ende dieser Folge, Episode, wie auch immer. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr meint, was richtig ist, Folge oder Episode. Angekommen, ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann lasst ihn doch auch da. Genauso wie ein Abo, um kein Video mehr zu verpassen. Kostet ja nichts. Also, sagt den Kanal mal hier gerne ein. In eurer Abo-Liste kann nicht schaden. Auch einsacken könnt ihr meinen Twitch-Kanal. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und da ist auch der Link zu meinem Discord-Server. Wenn ihr mal mitmachen wollt, dann schaut dort gerne drauf. Wir können dann kommunizieren, quatschen und auch zusammen Games zocken. Und schaut doch auch bei den anderen Leuten vorbei, die ich euch in der Videobeschreibung verlinkt habe. Das sind Mitspieler, Kollegen und auch schon teilweise Gäste, die hier auch schon mal dabei waren. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag und eine schöne Woche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.